Eine Frau sagte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Pilgerreise, die vorgeschriebene Pflicht bezüglich der Wallfahrt, wurde angeordnet, als mein Vater schon ein alter Mann war und nicht mehr fest im Sattel sitzen konnte. Kann ich an seiner Stelle die Wallfahrt verrichten? Er antwortete ja. Das heißt, wenn eine Person selber kein Hajj machen kann, da kann diese Person jemanden beauftragen, Hajj für diese Person zu machen. Das ist unter einer Bedingung. Wenn die Person nicht konnte. Und Laqit ibn Amir alayhi, fragte den Propheten, mein Vater ist ein betagter Mann, des Alt. Und er kann weder die Hajj noch die Umra verrichten. Und die Strapazen der Reise kann er nicht aushalten. Er antwortete, verrichte für ihn die Hajj und die Umra. Deshalb, du kannst jemanden beauftragen, für dich Hajj und Umra zu machen, wenn du nicht kannst. Wenn du nicht kannst. Auch wenn das ein Kind ist. As-Sa'ib ibn Yazid sagte, man nahm mich mit zu Pilgerfahrt mit dem Gesandten Allah bei seiner Abschiedspredigt. Bei Abschiedspilgerfahrt. Damals war ich 7 Jahre alt. Und da bekommen die Eltern bekommen dafür Lohn und die Person selber. Aber wenn man als Kind Hajj gemacht hat, dann sollte man, wenn man natürlich erwachsen geworden ist, nochmal Hajj machen. Barakallahu fikum, auch eine Frau hat dem Propheten Sallallahu gesagt und die hat ein Kind gehoben. Bekommt dieser oder gibt es dafür Lohn? Der sagte ja. Gibt es für ihn Hajj? Er sagte ja. Und für dich Lohn. Und Barakallahu fikum, sagt Malachinen, man kann auch Hajj, du musst nicht unbedingt laufen im Hajj. Du kannst auch auf Reittier Hajj machen oder du kannst auch etwas nehmen, kein Problem. Weil der Prophet selber das gemacht hat. Wenn jemand mich beauftragt, für ihn Hajj zu machen, und dann mache ich für ihn Hajj, wer bekommt den Lohn? Er. Bekomme ich Lohn? Ja, du bekommst den Lohn, weil du das gemacht hast. Aber er bekommt den Hauptlohn. Und das ist eine Ibadah, die man den Lohn anderen schenken kann oder geben kann. Es gibt einige gottesdienstliche Handlungen. Du kannst jemanden beauftragen. Und die Person macht das für dich, aber du bekommst den Lohn. Deshalb, du kannst das übertragen. Sozusagen, der Lohn könnte übertragen werden. Nicht wie zum Beispiel Koran lesen. Jetzt du liest Koran, du sagst, ich schenke ihm den Lohn. Es gibt keinen Beweis dafür. Aber bei Umrah, bei Hajj, bei Sadaqa, ja.